hier. Los gehen. Aste. Annähern. Geht Jolly. Was hältst du davon? Das ist eine Stimme, nichts weiter. Aber kommt sie dir nicht bekannt vor? Ich denke nicht. Hör doch mal genau. Die Vorstellung, dass es eine Stimme gibt, die gar nicht im Raum ist. Also dieses Phänomen war für die Zeit 1871, als der Phonograph durch Edison erfunden wurde, komplett neu. Das kannte man noch nicht. Eine Stimme so einfach zu reproduzieren. Großvater hatte so eine Stimme. Sammy, Großvater ist 1910 geboren. Aber es könnte unser Urgroßvater sein. Geister können sprechen. Geister können sprechen. Tote können sprechen. Der frühe Tod war den Leuten präsent. Und der Wunsch zu konservieren, etwas von den Menschen zu behalten, stark vertreten und die Leute dafür empfänglich. Aber was danach mit ihnen passiert ist, steht nirgends. Nicht einmal der Stempel verstorben. Dabei waren es viele, die diese Lager nicht überlebt haben. Somit ist die Tonaufnahme oft die letzte Spur.